Cyrael, hörst du mich? Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindarsfjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt. Zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Was? Du hast mich ausgezogen? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir befragen den Zombie-Skjall im Garten von Freya durch die Nekromantie, die Yennefer auf ihn gewirkt hat, und erfahren somit einen weiteren Teil von Ciris Geschichte. Und da dachte ich mir, wäre doch ein Cut ganz gut gewesen. Den habe ich dann gesetzt und jetzt sind wir in der nächsten Folge mit Ciri und erfahren, wie es denn zu der ganzen Sache gekommen ist und wie das Dorf Lofoten zerstört wurde, nehme ich jedenfalls mal an. So, und was? Du hast mich ausgezogen? Oh mein Gott! Wie bitte? Du hast mich ausgezogen? Was sollte ich machen? Du warst doch völlig durchnässt. Außerdem musste ich nachsehen, ob du verletzt bist. Hm? Und ob meine Brüste mit Fuchsteig eingeschmiert werden müssen? Nicht doch! Das waren meine Mutter und meine Schwester. Ich würde nie wagen. Ich schwör's. Bei meiner Ehre. Schon gut. Ich glaub's dir. Und wo ist er? Mein Freund? Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein. Er will nur nicht, dass andere es sehen. Das ist aber auch merkwürdig. Also ungewöhnlich. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nichts hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna! Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Nicht nötig. Nein, das ist nicht nötig. Es geht mir prima. Hey! Prima? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Und das ist auch kein Wunder, steif gefroren wie du bist. Aber keine Bange, Mama und ich kümmern uns darum. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt, Skjall kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten, aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack, nichts zu danken. Komm jetzt, Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. Halt den Ellbogen hoch. Sonst geht der Pfeil
Die scheinen alle sehr nett zu sein, die Menschen hier. Das tut mir wirklich leid, dass das Dorf zerstört wurde. Und auch Skjall scheint sehr nett zu sein. Ich nehme fast an, dass er letztlich nur geflohen ist, um Ciri zu helfen, eventuell sogar. Und dass das Ganze sehr ungerechtfertigt war mit der Schande, die er dadurch über sich gebracht hat. Das würde mir natürlich sehr leid tun, mal wieder. Dann ist er wahrscheinlich überhaupt kein Feigling, sondern es wurde nur so ausgelegt. Und niemand hat ihm zugehört oder ihm geglaubt. Aber schauen wir mal. Wir werden es ja erfahren, was hier genau passiert ist. So, Lebensenergie sieht gerade nicht so... Was macht die denn hier? Ja, die reist auch sehr weit. Immer wieder im Kreis. Komisches Volk. Aber doch irgendwie ganz nett. So, Lebensenergie sieht gerade tatsächlich nicht so gut aus. Ich hoffe, die Sauna richtet das wieder. Stolzieren wir hier mal hinterher. Rein mit dir und raus aus den Fetzen. Alles ausziehen? Ja, natürlich. Okay. Bin ich hier richtig? Ich glaube ja, ne? Soll ich das da anziehen oder erstmal alles ausziehen oder was? Was soll ich tun? Ach hier, benutzen. Okay. Na, lass mich das doch benutzen. Verlass die Umkleide, ausziehen. Einfach gehen? Ach nee, komm, wir sind mal kooperativ, würde ich sagen. Okay, alles einzeln muss ich machen. Anziehen und gehen, in die Sauna gehen, sich in ein Handtuch wickeln. Jede Entscheidung selbst getragen hier. In die Sauna gehen. Okay. Du brauchst ein Handtuch? Na, mach wie du meinst. Ich bräuchte es nicht, ich möchte es aber tragen. Endlich. Ich hatte schon Sorge, sie... Ach Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Hm? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Aber was willst du mit dem Handtuch, Kind? Das wird doch nur nass. Mama, sie ist vom Festland. Sie ist schüchtern. Ganz im Gegensatz zu euch. Die haben es aber auch nicht schlecht hier mit der Sauna und so. Och, ganz gechillt eigentlich. Ich bin nicht schüchtern, überhaupt nicht. Mir ist immer noch kalt. Ich hatte Sorgen, dass es zieht. Eine Lungenentzündung kann ich jetzt wirklich nicht brauchen. Siehst du, Astrid? Mädchen in deinem Alter können vernünftig sein. Vernünftige Mädchen werden nicht an der Küste angespült. Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Eher weniger. Weißt du, ich habe eigentlich gar kein Zuhause. Bin immer unterwegs. Ah, ach so. Wohin fuhr dein Schiff denn? Schiff? Wir haben dich aus dem Meer gezogen. Ich dachte, du wärst schiffbrüchig. Hat Skjall das nicht richtig erzählt? Also ich meine, er hätte ja einfach sagen können... Da, naja, okay, es klingt komisch. Da ist eine Frau und eine Frau und ein Mann sind aus dem Portal am Himmel gefallen und er hat sie hier hergebracht. Irgendwie ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ja, bleiben wir vielleicht bei der Geschichte. Ja, mein Schiff. Wir kamen aus Novigrad. Und was machst du auf den Skelligen? Sagen wir, ich suche hier jemanden. Hoffentlich nicht deinen Verlobten. Wieso? Das würde Skjall das Herz brechen. Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skjall dir? Ah, Mist. Ich dachte gerade so, bitte lass mich das jetzt nicht entscheiden. Lass mich das jetzt nicht auswählen. Er gefällt mir gut. Er ist bestimmt nett. Eigentlich ziehe ich Frau... Was? Was? Oh, ich hätte da jetzt so Interesse dran, das einfach mal anzuklicken und zu sehen, wie sie reagiert, aber...
Ich möchte Ciri da jetzt nicht in irgendeine Richtung hinstellen, die vielleicht gar nicht wahr ist. Keine Ahnung. Er ist bestimmt nett, würde ich sagen. Tja, er scheint nett zu sein. Oh nein, ist er so schlimm? Hör auf, Astrid. Wen sie mag, ist ihre Sache, nicht deine. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch. Aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skjall hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Ja, also... Warum nicht? Geh durch die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nichts zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Ja, die Alte ist ja auch cool drauf. Gut, dann springen wir... Ach, hier sitzt noch jemand. Wer bist du? Skelligerin. Ja, dann springen wir einfach noch schnell hier ins Wasser. Mit Handtuch natürlich. Was ist das optional? Spring ins Wasser, um dich abzukühlen und zu regenerieren. Ja, genau, das ist gut. Das möchte ich machen. Wieso da drüben? Ist das auf der anderen Seite da das Becken? Ist doch egal, welches der beiden Becken ich nehme, oder? Wasser halt. Wasser ist Wasser. Trink einen Schluck von Freyas Feuerwasser, um dich aufzuwärmen. Wo hätte ich das denn? Keine Ahnung, aber ich gehe jetzt erstmal hier. Ich spring mal ins Wasser hier. Oh. Ja, das sind wertvolle Szenen hier. Ciri beim Baden, Ciri in der Sauna. Das bringt uns auch von der Story her unglaublich voran. Achso, ich bin noch nicht ganz hergestellt. Komm. Oder geht jetzt nicht mehr? Achso, es geht wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch dieses Feuerwasser trinken am besten. Und dann bin ich wahrscheinlich erst wieder komplett hergestellt. Nehme ich mal an. Gut, dann zurück. Wo haben wir das Feuerwasser? Ach so, da drüben steht das. So wie es aussieht. Das da? Ja. Okay. Ach Mann, das war so schön hier. So idyllisch hatten die es hier. Und jetzt gleich kommt hier das Verderben rangeritten. Ah, das ist... Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ach Mann. Das tut mir so leid um das Dorf. Ich will gar nicht in den Stall gehen und das Chaos hier auslösen. Wo muss ich überhaupt hin? Da lang wieder? Hier wieder raus? Achso, vielleicht sollte ich mir was anziehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wo war das hier, ne? So, ziehen wir uns mal besser wieder was an. Macht mehr Sinn. Wunderbar. Ich frage mich wirklich, ob wir einfach in dem Handtuch hätten gehen können und dann wegreiten. So, möchtest du noch mal irgendwas sagen hier, Astrid? Grüß deinen Vater. Ja. Mach ich. Hält sie den Freund mit der Maske für den Vater? Ich weiß es nicht. So, wo muss ich hin? Zum Stall. Ja, und dann sieht es wahrscheinlich kommt genau in dem Moment, kommt jetzt gleich hier die wilde Jagd an. Wow, ist das Kind bärtig? Das Kind ein Bart? Bist du ein Zwerg? Hey! Ach, das ist ein Schal, Gott sei Dank. Vor allem, weil da noch Mädchen steht. Das sah aus wie ein kleiner Zwerg hier mit Bart. Aber das ist nur ein Schal. Meine Güte. Ja, ich vermute das jetzt gleich, dass die genau in dem Moment kommen und wir dann gerade abhauen. Und dann sieht es so aus, als wäre Skjall geflohen. Und das nur meinetwegen, was natürlich... Ah, das tut mir echt leid für den Kerl. Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe... Meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Das ist so typisch Geschwister. Das ist echt herrlich.
Nein, nur dass du mich magst. Tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du. Reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. Herrlich. Ah, ach, guck mal. Ach, so eilig habe ich es nicht. Ah, oh, was passiert da jetzt? So eilig habe ich es gar nicht. Das war dein erster Kuss, oder? Natürlich nicht. Ja, mein erster. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ein paar Dinge kann ich dir noch zeigen. Lauft um euer Leben! Bleib hier! Ich komme alleine klar. Ich komme alleine klar. Was wollte sie ihm noch zeigen? Oh mein Gott! Sie kommt wirklich nach Geralt. Tja, aber da sind sie schon. Zu spät dafür. Du weißt, wen du wütend gemacht hast? Okay. So, dann schauen wir mal, ob ich das diesmal besser hinkriege als beim letzten Mal. Wie ging das hier nochmal? Ich hatte doch so einen tollen... So, genau, so einen Angriff hatte ich doch. So einen ulkigen, den ich beim letzten Mal schon nicht mehr hingekriegt habe. Aber wie süß, sein erster Kuss, ach Gott. Ja, aber Ciri, krass, ich hätte sie gar nicht so eingeschätzt, dass sie so drauf ist. So, ich kann dir noch ein paar Dinge zeigen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Das ist ja wirklich wie Geralt. Das ist ja furchtbar. Das ist eigentlich eine Art von ihm, die ich gar nicht so doll finde. Und dass Ciri auch so drauf ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ach ja, was mitzunehmen bringt ja gar nichts. Was soll ich tun? Versucht die Krieger der wilden Jagd zu besiegen. Ja, wo sind die denn noch? Sind hier noch ein paar? Hier die Sachen mitzunehmen macht ja keinen Sinn. Ah, da hinten ist noch einer. Könnte ich mal langsam Lebensenergie regenerieren vielleicht? Das wäre ganz nett. Warum kann ich das jetzt nicht tun? Ich will ihn angreifen. Wo war denn das Problem da gerade? Ah, das sind ja noch mehr. Oh nein. Ja, das wird doch wieder eine Schwierigkeit hier. Diesmal funktioniert das besser mit dem Angriff. Und generell das Kämpfen mit Ciri. Aber ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Lebensenergie. Ich bin doch noch recht angeschlagen, glaube ich. Na, ich wollte doch noch bei dem da bleiben. Bevor der meinen Freund zerschmettert. Na. Ach, Vorsicht! Nein! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Fuck! Aber ich kann mich auch gerade gar nicht regenerieren. Schwing dich auf ein Pferd und fliehe. Ach, deshalb. Ich soll hier überhaupt nicht bleiben. Wo ist das Pferd? Da ist ein Pferd. Was? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Bleib hier. Kümmer dich um Astrid und eure Mutter. Später. Wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Ja, es war ja klar, dass er mitkommt. Reite, Ciri! Nicht umsehen! Nein, mach ich nicht. War ja klar, dass er mitkommt, sonst hätte ich ja jetzt... Was? Ich muss mich doch umsehen. Sonst hätte ich ja jetzt im Nachhinein die Geschichte verändert. Er ist ja wirklich abgehauen mit ihr zusammen. Ja, und genau wie ich es erwartet hatte, das wurde falsch ausgelegt. Er wollte eigentlich nur Ciri helfen. Und deshalb wurde er so hart bestraft. Ah, das tut mir so leid. Das scheint ja wirklich netter gewesen zu sein. Und Ciri scheint ihn auch zu mögen. Das ist ja echt ärgerlich. Das sind wieder so Einzelschicksale, die mir extrem leid tun. Und an denen wir sogar noch quasi schuld sind, die wir mit herbeigeführt haben. Ach Mann, sowas ärgert mich ja immer. Wir hinterlassen tiefe Spuren auf unseren Abenteuern.
So, wo ist der Felsen? So weit kann das doch nicht sein. Halt an! Was? Was? Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Halt! Tut weh! Wo? Sie war mein Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich. Okay. Armer Kerl. Er wollte Ciri eigentlich nur helfen. Ach Mann, das ärgert mich so. Das tut mir so leid für ihn. Das war ja eigentlich ein total lieber und netter, der nur helfen wollte. Ja, und wahrscheinlich wurde er deshalb für einen Feigling gehalten, weil er am Rücken verletzt wurde. Also von hinten verletzt wurde beim Weglaufen eben. So wurde es dann ausgelegt. Ach Mann, das tut mir so leid für ihn. Ja, da werden wir auf jeden Fall zusehen, dass wir seinen Namen wenigstens wieder reinwaschen und ihnen sagen können, was er getan hat und dass er kein Feigling war. Ja, und jetzt die Kreatur. War das nicht das kleine Viech von Krähenfels, das beim Roten Baron war? Da hatten wir das doch schon mal gesehen. Jetzt weiß ich nur nicht, war das davor oder danach? Ich kriege die ganze Story immer noch nicht ganz zusammen. Wann sind sie jetzt auf Skellige gewesen? Wann sind sie das erste Mal auf Skellige gewesen? Also in diesem Wald? Oder war das hier davor? Wann sind sie danach irgendwo gewesen? Das ist total durcheinander irgendwie alles und ich weiß halt nicht, wo diese Kreatur, was es damit auf sich hat. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie der hieß, der kleine Kerl, aber wir hatten ihn auf jeden Fall auf Krähenfels beim Roten Baron schon mal gesehen. Ist jetzt die Frage, hat er das Viech danach gekauft? Also ist er der Käufer, von dem Skjall jetzt gesprochen hat? Oder nicht? Krass, diese ganze Geschichte, ich find's total spannend gerade. Und ja, wir haben gesehen, Ciri wollte Skjall eigentlich noch helfen, aber ihr Freund hat sie bewusstlos gezaubert und hat sie mitgenommen und verschleppt und wir wissen wieder nicht wohin. Ja, und jetzt sehen wir hier gerade die Verzweiflung bei Yennefer. Stellen wir ihr ein paar Fragen. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können, das ist wohl wahr. Ich fand, der Kerl hat eigentlich nichts verbrochen, das war eigentlich ein ganz lieber. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Geralt.
Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Nett von dir übrigens, so besorgt um die Leiche zu sein. Viel besorgter als um mich. Dazu wollte ich jetzt gerade noch kommen. Jen, geht es dir gut? Und wie? Noch besser würde es mir gehen, wenn ich dich nicht daran hätte erinnern müssen, diese Frage zu stellen. Oh Mann, Weiber! Die macht mich fertig, die Alte. Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Boah, die ist so skrupellos. Das ist so unglaublich. Wie hat er sich nochmal in sie verliebt? Ich fass das gar nicht. Oh Mann, manchmal kommt da ein bisschen was durch, wo ich mir so denke, oh, und dann aber wieder, man könnte ihr den Hals umdrehen. Sie ist furchtbar, die Frau. Im Moment jedenfalls. Im Moment ist sie furchtbar. Ich finde, sie ist skrupellos und furchtbar. So, und jetzt verschwinden wir von hier. Und zwar sofort. Jen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Oh oh. Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. Überall, wo wir hinkommen, hinterlassen wir nur Verwüstung und Chaos. Und, keine Ahnung, benutzen einmalig verwendbare, wertvolle Artefakte, machen Wälder kaputt, zerstören Gärten. Oh mein Gott, wir sind voll furchtbar. Einfach nur. Mir fallen da überhaupt keine Worte mehr zu ein. Es tut uns leid. Mir zumindest. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Nichts, was helfen würde. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Jen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Kjall gesagt hat. Okay. Wie selbstlos von ihr. Sie weiß ja, wie man sich Freunde macht. Also, Yennefer scheint jetzt auf den ganzen Skellige-Inseln sehr unwillkommen zu sein, möchte man sagen. Und ja, ich hoffe, da werden wir nicht allzu viel von merken müssen, denn wir werden uns noch eine ganze Weile hier beschäftigen auf den Inseln und noch einige Sachen erledigen. Von daher hoffe ich, dass uns nicht dieser eiskalte Wind entgegenweht, von dem die Dame gerade gesprochen hat. So, wir wissen, dass Ciri nicht auf den Skelligen ist. Diese grässliche Kreatur, irgendwie steht sie mit Ciri in Zusammenhang. Ja, die scheint nämlich immer dort aufzutauchen oder hinzugeraten auf irgendwelchen Wegen, wo Ciri auch ist. Obwohl ich, glaube ich, in Velen oder in Novigrad... Nee, in Novigrad habe ich, glaube ich, keine Spur von ihr gefunden, oder? Weiß ich gerade, ich glaube nicht. Wir haben sie auf Krähenfels gesehen und jetzt hier auf Skellige. Aber okay, so, was sagen wir? Dass sie nicht hier ist und dass wir eine Gräste... Ja, bringt uns beides erstmal nicht sehr viel weiter, würde ich sagen. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Kjall am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen. In einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Ardal. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch
Bitte, das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du das? Nein, schon gut. Also wir haben gerade mit einem Haufen verrottenden Fleisches gesprochen. Dann werden wir es auch irgendwie hinkriegen, mit dieser Kreatur zu reden, nehme ich mal an. So, was wolltest du sagen? Doch, ich möchte es wissen. Nachdem du mich eben schon zurechtgewiesen hast, weil ich nicht sofort nach dir gefragt habe, möchte ich jetzt wissen, was du zu sagen hast, Yennefer. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie vielleicht verflucht wurde? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Stimmt, das wollte ich auch gerade noch gesagt haben, dass wir erfahren haben, dass Ciri einen mächtigen Fluch lösen wollte. Vielleicht geht es um den Fluch dieser Kreatur und ich hoffe mal sehr, dass das nicht Ciri ist. Das wäre auch irgendwie sehr verstörend. Das würde aber auch irgendwie nicht ganz zusammenpassen, oder? Ich meine, sie sind, glaube ich, nirgendwo jemals zeitgleich aufgetaucht, aber so wirr hintereinander irgendwie, dass ich nicht glaube, dass das Ciri ist. Aber wir werden es sehen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie das Ganze weitergeht. Ich bin aber sehr gespannt jetzt gerade wieder von dieser Hauptstory hier. Und möchte natürlich wissen, wie es weitergeht. Aber das werden wir frühestens beim nächsten Mal erfahren. Ich werde nur noch diesen Dialog hier beenden und mal schauen, wo wir dann danach stehen. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Veden oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Ciris Spur ins Gellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik. In der Kriegerhalle. Reden wir dort. Okay. Wir sehen uns in Larvik. Ich brauche etwas Zeit. Ich habe noch was zu tun. Ja, ich habe noch jede Menge zu tun. Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht direkt dahin reisen. Wir hüpfen hier über alle möglichen Inseln. Ich nehme mal an, dass Larvik eine andere der Skelliger Inseln sein wird, die wir bisher noch nicht besucht haben. Also wir hüpfen hier wirklich von einer Insel zur nächsten, ohne alles zu erledigen, was es zu erledigen gibt. Ich würde gerne die Sache mit dem Wolf auf jeden Fall noch erledigen. So, aber beides klingt nicht danach, als würden wir sofort aufbrechen und hinreisen. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch das hier sagen, ohne dass wir sofort auf Larvik eintreffen. Also ich möchte das sagen, meine damit aber eigentlich das hier. Gut, bis bald in Larvik. Danke dafür und für deine Hilfe im Garten. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Das war doch nichts. Geralt, du kennst mich. Ich lobe selten, aber wenn, dann meine ich's ehrlich. Sie lobt ihn wie einen... Ah, Uma, genau, Uma hieß das Viech. Wie ein Schoßhündchen eigentlich. Nekromant. Hilf Yennefer Skjalds Leichnam Informationen zu entlocken. Ja, das haben wir gemacht. Ganz viele Charaktereinträge, die sich hier gerade aktualisieren. Und eine neue Quest. Und eine andere Quest, die wir wahrscheinlich gerade abgeschlossen haben. Aber all das bearbeiten wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich lasse das jetzt gerade noch durchlaufen. Und hoffe, dass ich beim nächsten Mal dann einen kleinen Überblick noch darüber habe, was ich alles noch lesen muss. Und Revue passieren muss, aber jetzt reicht es erstmal für heute. Ich möchte die Folge gerne an dieser Stelle beenden. Wir haben viele Eindrücke gesammelt und ja, wie gesagt, das reicht erstmal. Wir machen also an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Kann ich da oben wieder rein jetzt? Moment. Ich lasse mich schon wieder
Okay, es ist noch abgeschlossen, aber ich kann ja wieder außen rumgehen, ne? Ich denke mal schon. Ich muss ja den Wolf da drin noch von seinem Fluch erlösen. So, aber wie gesagt, ich beende das Ganze jetzt hier an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann schauen wir uns die ganzen Charaktereinträge an und lesen die Questbeschreibung nochmal und pipapo und was wir nicht alles jetzt hier aktualisiert bekommen haben. Lassen das nochmal Revue passieren und sehen, was wir als nächstes machen. Das aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.